Pillbox steht. Sorkin holt sich die Versprengten auf der Flucht. Gut. Weiter zu Stufe 2. An alle, es ist soweit. Stufe 2 ist ein Go. Wiederhole, Stufe 2 ist ein Go. Öffnet diese Türen. 3, 2. Adriano Maestranzi. Ich will sie holen. Was hat er da? Vittoria Agli Assassini. Bombe! Berg? Sigma-Team? Kann mich jemand hören? Ich hab Hunger. Abstergo hat nicht viel in die Statuen investiert. Ich sage ja nur, dass uns Violett nicht schon vorher für den kaputten Aufzug hätte anschreien sollen. Sie hat dich tatsächlich zum Weinen gebracht. Sie hat sehr fiese Dinge gesagt. Ich möchte nicht mehr darüber reden. Ich kapier's nicht. Da, wo die Arnodorian-Daten sein sollten, ist ein großes Loch.
Ja, und? Warum musste Violetta Costa aus dem Sigma-Team? Ich teile unsere Kräfte neu ein, damit sie übereinstimmen mit den Zielen des Phönix-Projekts. Das Phönix-Projekt? Das Sigma-Team würde besser die restlichen Assassinen jagen. Schick das Delta-Team stattdessen zu den Vorläufer-Relikten. Die Relikte dienen der Sequenzierung der ersten Zivilisation DNA. Ist dieses Ziel erreicht, sind die Assassinen eine noch weit geringere Gefahr als jetzt. Sei es wie es ist. Agent Da Costa sollte nicht für etwas wie Abstergo Entertainment verheizt werden. Das Fiasko mit dem Sample 17-Projekt letztes Jahr zeigt, dass Abstergo mehr ist als eine austauschbare Filiale. Es ist bestens geeignet für die Suche nach neuen Edensplittern. Es ist ein schwaches Glied, das von unseren Gegnern immer und immer wieder gefährdet wurde. Umso wichtiger ist es, dass Da Costa ihren Zugang zu den Cloud-Servern sichert. Wir sind überzeugt, dass Melanie Lemay es nicht so versaut wie Olivier Garneau. Einen Zivilisten in unsere Reihen zu holen, ist ebenfalls unklug. Das wird sich noch rausstellen. Aber Miss Lemay hat die John Standish-Affäre mit ruhiger Hand gemeistert. Sie half uns, die Existenz von Waisen zu entdecken und hat dabei mehr für Phönix getan als Sie, Mr. Burke. Sie ignoriert auch die Anwesenheit der Instrumente des ersten Willens innerhalb ihrer Operation. Diese Kackjobs sind aber vorerst nützlich für uns. Sie bringen uns Relikte, die wir brauchen. Wenn sie zu problematisch werden, kümmern wir uns auf dieselbe Weise darum wie um die Assassinen. Den Assassinen Zeit zum Sammeln zu geben, ist ein taktischer Fehler. Wir sollten jetzt zuschlagen, da sie am verwundbarsten sind. Wir schätzen Ihre Hingabe und Erfahrung, Mr. Burke. Ihre Einwände wurden notiert. Jetzt packen Sie ein. Sie haben viel Arbeit vor sich. Feldbericht. Phönix-Projekt. 1. November 2013. Agent Da Costa informierte mich über eine Spur zum Koh-i-Noor-Diamanten. Eine Replik befindet sich unter den englischen Kronjuwelen. Der echte Diamant ist eines der mächtigsten Edenstücke und seit Jahrhunderten verschollen. Yod Sora ist Programmierer bei Mysortech, einer Firma, die mit Abstergo Entertainment zusammenarbeitet, um eine Variante des Animus-Headsets namens Brahman-Gerät nach Asien zu liefern. Er arbeitet mit Shoban Dami, der Schwester des bekannten Assassinen Jatsip Dami. Könnte die Bruderschaft das Brahman-Gerät benutzen, um Koh-i-Noor zu finden? Bis wir mehr Beweise haben, will ich eine lokale Abstergo-Eingreiftruppe benutzen, statt das Sigma-Team zu mobilisieren. Update. 3. November 2013. Yod Sora wurde vor den Dreamland Studios in Mumbai entführt. Er wurde von Shoban und Jatsip Dami in einen Van gesperrt. Das bestätigt meinen Verdacht. Die Assassinen benutzen Yod Suras genetische Erinnerung, um Koh-i-Noor zu finden. Ich habe die lokalen Abstergo-Soldaten autorisiert, die Assassinen zu eliminieren. Mit der Anweisung, dass das Brahman-Gerät intakt bleiben muss. Ich bin auf dem Weg nach Indien. Update. 4. November 2013. Bin zu spät in Indien angekommen.
Unser Einsatzteam bekämpft die Assassinen an zwei Fronten. Die Leiche von Shoban Dami wurde an der ersten Stätte gefunden. Aber ihre Überreste waren zu verstümmelt, um genetische Informationen sammeln zu können. Ich fand das Brahman-Gerät an der zweiten Stätte. Aber nach der Durchsicht der darin gespeicherten Erinnerungen bin ich erleichtert, dass Yotsuras Blutlinie eine Sackgasse ist. Der echte Kohinoor-Diamant bleibt für beide Seiten verloren. Jatsib Dami ist entkommen. Das heißt, wir müssen die neuen Assassinenaktivitäten in Indien genau überwachen. Ich schließe die Datei und wende mich der nächsten Mission zu. Einzelheiten über Harlan T. Cunninghams Leben waren schwer zu bekommen. Da viele Spuren seiner Identität vor seinen Assassinenzeiten von Gavin Banks gelöscht worden sind. Wir verdanken es nur Agentin Da Costas bemerkenswerten Fähigkeiten, dass wir dieses Profil erstellen konnten. Cunningham hat sich in der Highschool als schwul geoutet, was seine vielversprechende Wrestler-Karriere zerstört hat. Er verließ Texas umgehend und floh nach Europa. Cunningham wurde von der Bruderschaft in Florenz unter Leitung des Assassinen-Veteranen Adriano Maestranzi rekrutiert. Das Sigma-Team griff das Florenz-Versteck 2012 an, aber Maestranzi zündete eine Bombe. Drei Assassinen wurden vor der Explosion getötet, aber das Sigma-Team wurde durch sie vernichtet. Cunningham und ich haben als Einzige überlebt. Cunningham wurde zuletzt in Rotterdam gesehen, zusammen mit Arend Schut, einem ehemaligen Martial Arts Champion, der auch einen Karriereknick erlitt, als seine Homosexualität herauskam. Es ist klar, dass Cunningham Schut in die Wege der Bruderschaft eingeführt hat. Obwohl er sehr stark und extrem gefährlich ist, ist Schut eine schlechte Wahl als Assassine. Er kann sich nicht zurückhalten und wird die Bruderschaft gefährden, ganz ungewollt. Kürzlich hat Cunningham einen Edensplitter aus einer Abstergo-Anlage in Rotterdam gestohlen. Während der Operation sollte Shoot Abstergo-Angestellte in der ganzen Stadt angreifen, um die Aufmerksamkeit von seinem Mentor abzulenken. Obwohl das Sigma-Team den Gegenstand erhielt, konnten Cunningham und Shoot entkommen. Ich lasse es nicht zu, dass Cunningham ein drittes Mal entkommt.
Sorry, aber der Bereich ist gesperrt. Ich langweile mich zu Tode. Aber Befehl ist Befehl und mein Befehl lautet, hier zu stehen. Ich brauche noch mehr Okulin. Eine Seuche ist das. Sobald Sie zurückgehen, um Shays Geschichte zu beenden, wird Ihr Leben nie mehr wie zuvor. Begleichen Sie alle offenen Rechnungen, bevor Sie den Animus besteigen.